In meinem letzten Video habe ich ein bisschen über QNAP geschimpft, aber am wichtigsten ist mir natürlich meine Datenhaltung und ob das RAID auch funktioniert, das ich mir angelegt habe. Nur gleich mal zum Hinweis, RAID ist keine Sicherung, RAID ist nur eine Ausfallsicherung, also wenn eine Festplatte kaputt geht, aber kein Backup im klassischen Sinne von Dateien. Ja, was habe ich hier also getrieben? Ich habe mir hier eine RAID 1 angelegt, das heißt zwei Festplatten und die sind kaum quasi den identischen Inhalt. Wenn ich jetzt eine der Festplatten abziehe im laufenden Betrieb, müssten zwei Sachen passieren. Erstens, der Betrieb müsste erstmal ganz normal weiterlaufen. Ich müsste weiterhin Zugriff auf die Dateien haben. Und wenn ich dann die Platte wieder reinstecke, müsste auch den RAID 1 wieder aufbauen. Das dauert ziemlich lang leider, aber in der Zeit sollte ich auch Zugriff auf die Dateien haben. Und genau das probieren wir jetzt aus. So, die Kamera läuft. Es geht hier um das kleine NAS. Und da habe ich zwei Festplatten drin und ich ziehe jetzt eine von denen einfach mal eiskalt raus. Was natürlich schön wäre jetzt, wenn das Piepsen anfängt, weil das könnte ja auch der Fall sein, wenn jetzt quasi eine Festplatte kaputt geht. Und wenn eine Festplatte kaputt geht, möchte ich ja darüber informiert werden von meinem Gerät. Also noch piepst nichts, wir gehen mal zurück an den PC und schauen, was sich da so tut. Nicht viel scheinbar. Vielleicht brauchen... Jetzt piepst er, sehr gut. Hier, Warning, degraded. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier oben kommt jetzt auch eine Meldung. Klicken wir nochmal drauf. Volume, go lalala, ist die Go-To-Snapshots. Ja, jetzt wird's rot. Jetzt noch interessanter. Hier oben, Host Disk 2 unplugged. Genau, sehr gut. Also, so die Alarmmechanismen haben jetzt schon mal funktioniert. Er piepst. Und er zeigt mir hier eine Meldung an und ich kriege jetzt wahrscheinlich auch eine Mail von meinem NAS geschickt, dass die Platte fehlt. So, aber was ist mit den Dateien? Kann ich die zugreifen? Hier ist meine Test-Text, die hatte ich mal angelegt. Und ja, die hat den Inhalt. Ja, funktioniert. Also das geht so, wie ich mir das gedacht habe. Wenn ich jetzt einen Ausfall hätte von der Festplatte, ja, kann es ja sein, dass ich nicht weiß, welche von beiden. Das ist halt die Frage, wo sehe ich das? Disk 2? Mhm. Disk does not exist. Okay, also hier kann ich es dann erahnen, hier fehlt dann die Disk. Und wir gucken auch gleich mal am NAS selber. Da gibt es ja auch ein paar blinkende Leuchten. Gut, HDD2 ist jetzt hier natürlich nicht mehr an. Ja, so von der Reaktion vom NAS her erstmal nichts zu meckern. Wir schieben es mal wieder rein. So, er hat jetzt auch ziemlich schnell wieder erkannt, dass die Disk 2 wieder da ist. Und jetzt kriegen wir hier eine dritte Warnung. Disk detected, also keine Warnung, aber ein Hinweis. Jetzt piepst da nochmal. Ich weiß nicht, ob man es hört. Und nochmal. Jetzt müsste er eigentlich hier anfangen. Müsste jetzt gleich ein Task kommen. Genau, da kommt er schon. Dass er jetzt den RAID wieder aufbaut. Und man sieht schon, das dauert 11 Stunden, obwohl ich die jetzt gerade mal einmal rausgezogen habe. Oder länger oder kürzer, das ist jetzt ja nur eine grobe Abschätzung. Gute Nachrichten, das RAID hat erfolgreich recovered. Es hat 13 Stunden und 15 Minuten gedauert, bis alles wiederhergestellt war. Ja, die Zeit ist jetzt sicherlich nicht besonders kurz, aber man darf ja nicht vergessen, man hat in der Zeit trotzdem vollen Zugriff auf seine Dateien. Es reicht ja, wenn eine Festplatte noch funktioniert. Das RAID recovert dann völlig problemlos im Hintergrund. Man muss halt bedenken, dass gerade bei so ARM-Geräten der Prozessor halt dann am Anschlag ist, wenn ein RAID Recovery ansteht. Also abschließend ist natürlich zu sagen, QNAP hat hier den Test bestanden, die Dateien sind alle wieder heil im Zugriff, alles recovered, so wie es sein soll. Also alles gut, zumindest was das RAID Recovery bei QNAP angeht.